Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind ja immer noch auf Dohmir, Datomir. Datomir hieß der Planet. Wir haben ja im letzten Video diesen komischen Vogel da, der liegt ja da hinten, kann man fast erkennen. Bisschen platt gemacht. Bogora oder so, ja, hieß die Vieh. Jetzt haben wir diese coole Kletterclown. Jetzt können wir hier so easy peasy alles hochklettern. Ich weiß noch nicht ganz, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Vielleicht da noch hoch. Achso, das war schon. Ja gut. Mal gucken, ob wir noch gegen die Schwester da kämpfen müssen. Hey. Vor Angst. Brüder, helft mir. Dein Ende naht. Richtig unnötig. Was ist denn der Hampel jetzt? Okay, gut, hier komme ich eh nicht weiter. Nein, was? Nö. So, jetzt Abgrund ist ja auch nicht. Da steht der Hampel. Was machst du da? Bist du doof? Leute halt, ne? So, wenn das funktioniert, wenn er noch nicht mal hochkommt. Soll das funktionieren? Okay. Dumm. So, was hat jetzt hier? Ist einfach gar nichts. Ist echt gar nichts. So, jetzt hat niemand was das machen. So. Na gut, ne? Ich sehe auch so nichts mehr. Soll es wohl gewesen sein. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen.
Alles niedermetzeln. Schnuppe. Die wollen alle ja auch nur töten. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. Was ist das, BD? Das Poncho-Material. Vagabund. Okay, der sieht wohl ganz cool aus, aber der ist auch so lang. Na, ja, wir bleiben mal dem Grün. Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Wir reden nicht, Darth Maul. Naja, ist aber schon zu weit zu lang her. Hey, BD, siehst du mal an. Okay, BD, was ist es? Sichtschirmmaterial erhalten. Dolomit. Gut. Ich hätte gerne mal eine neue Lichtschwertfarbe. Hoch, wa? Sieht so aus. So, Speicherpunkt. Mal sehen, ob ich da überhaupt noch hin kann. Ich glaube nicht, ich glaube vieles ist auch nur Deko. Irgendwie weiß ich aber auch nicht. So kämpft diese dämliche Spinne da. Mit denen. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Siehst doch. Ich kill euch alle hier. Assi und hinterhältig. Nee, muss viel. Was war das? Brüder, kämpft an meiner Seite. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Wir müssen diese Sache beenden. Gegen uns nicht bestehen. Brüder, bring das zu Ende.
gewinnen. Kann ich holen. Was ist denn der Ampel jetzt? Komm schon, kämpfe! Aber so. Jetzt mit dem hin. Ich weiß nicht, ob der hoch kann. Noch nicht. Ja, egal. So. Erstmal so gucken, was die da so gibt. Oh, da kann ich hoch. Kann ich doch nicht hoch. So, war mal schon. Aber ja, unten runter. Sind wir ja gekommen. Gemacht. Oh, da geht's aber runter. Ich gebe nix. Keine einzige Truhe. Nö, sieht fast so aus. Jetzt soll ich nur diese dumme Kiste hier öffnen. Gut, da komme ich eh nicht hoch. Das ist ein bisschen ungünstig. Was ist das für ein Gefühl? Versuch's mal! Es ist... Mal aus dieser Ecke heraus, Mann. Willst du mal reinsehen? Was hast du da? Neue Mantis-Lackierung halten. Okay, die sieht geil aus. Vergessen? So, ne. Oder was anderes. Weil diese komische Klappplatte da. So gut bist du gar nicht. Du musst dich schon mehr anstrengen. Werf mir ein Stim zu, BD. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Wurde gerufen. Warum? Warum schießt doch nicht, wenn du mir helfen willst? Weil ich dir helfen soll. Ah.
Naja, eigentlich kommen die Laserschwerter komplett easy peasy durch, aber. Machst du nichts. Gut, dass ich hier mal nachgegangen bin. Hier ist nämlich noch was. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Wow. Klaus, wie geht's dir? Muss man aber nicht runterfallen. Hashi. Ja, tschüss. Der guckt da manchmal echt wie so ein Auto, dieser Kerl. Naja. Was ist denn das hier? Achso, ah, da waren wir ja gerade. Der Eindringling will uns entzweien. Dann muss er sterben. Okay, ich habe zwar noch keine Ahnung, wer der Eindringling jetzt hier ist. Also ich bin's nicht. Na gut, ich bin zweiter Eindringling, aber. Nö, da ist doch absolut gar nichts. Butter, oder? Irgendwas Blaues. Oder? Nee. Doch nicht. Und wird's, wer baut denn so? Du hast noch ein paar Treppen. Gefunden? Fast nicht. Wurde allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datumir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also. Ja. Ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. Na dann, wir machen das schon. Bleibt ihnen ganz übrig. Digga, nimm doch, ich schon mal gedreht. Jetzt sind wir hier, Herr Rosen. Du hast keine wahre Stärke. Dranbleiben. Ich werde es mal Assi. Eigentlich komme ich da hoch.
Oder habe ich das schon geholt? Da war auch irgendwas was. Irgendwas was. Das ist immer noch irgendwas. Ah. Mach mal so. Der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Gee, habe ich mir irgendwas vergessen. Das ist doof. Frage ist, wie komme ich da jetzt nochmal wieder hin? Da hingekommen. Boah, ich hätte ja was vergessen. Ach so. Ich kann ja auch meditieren, wenn die eh wieder ankommen. Den Hexen haben sich die Krabbler nie angelegt. Richtig zu, Brüder. Achtet darauf, wohin eure Geschosse fliegen. Da unten ist er. Einfach einen Weg runter gibt's ja nicht. Oh. Schade. Wo ist denn der alte Mann? Die Brüder der Nacht ihn geholt? Der war einer der Brüder der Nacht. Egal, machen wir irgendwann. Ja, Bruder. Brüder, helft mir! Rückt auf ihn vor! Da runter. Oder dann müsste ich mich da wieder komplett durchkämpfen. Aber ich safe kann es zu. Irgendwann. Es muss das Grab sein. Thank you.
Okay, ich brauche Hilfe. Junge. Hilf mir bitte. Digga, ey. Was ist das für eine Rotze schon wieder? Hilfe bitte, Alter. Maul, block doch einfach. Ist das nervig, ey. Ja, der hat eine gewisse Blockanzeige. Und die ist nicht mal halb weg. Der blockt einfach nicht mehr. Spaten. So, das regt dann einfach nur auf. Och, jetzt habe ich wieder den ganzen Quatsch machen. Gib dir mehr Mühe, Schwächling! Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Rückt auf ihn vor! Du wirst mich nicht besiegen. Du kannst nicht allem ausweichen. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Du kannst gegen uns nicht bestehen. Bereite dich auf den Tod vor, Missen. So, wie lange dauert jetzt mein dämliche Macht wieder da ist? Okay, für noch ein passender Paar. Warte, ich hab 5 Punkte? Oh, hab ich gar nicht gesehen. Und er blockt einfach nicht. Was? Ich brauche Hilfe. Hierher, BD. Wieso ist der so weiß? Oh, lass mich doch mal aus dieser dämlichen Ecke da raus. Boah, das ist super. BD. Junge, block doch, du Spacko! Meine Fresse, ist das nervig. Boah. Alter, ist der behindert. Schön, dass ich den besiege. Gibt es jetzt irgendwas Besonderes? Nix. Doch. So.
das ist die Scheiße. Hey BD, was ist das? Oh, du hast was gefunden. BD-Skin, ich brech kaputt. Na gut, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Oder? So ein rostiges Blödsinn ist das. Das Ding auf seinen Kopf fehlt. Keine Ahnung, wo ich bin. Hilfe, BD! Was würde ich ohne dich tun? Willst du mal reinsehen? Was ist es, BD? Haus. Okay, das ist ganz chillig. Dass ich hier noch nicht weggemacht bin, wa? Hey, BD, hier drin. Was ist das, BD? Das ist Aufwandmaterial. Ja, der Pum muss der Poncho weg. Das ist irgendwie cooler. Stimpack. Du bist mein Retter. Weißt du das? Sieht gut aus, Kumpel. Cool. Stimpack hat den vermisst. Gar nicht, will da erst speichern. Jetzt ja, muss ich mein Stimpack. So. Da kommen wir mal rein. Ja, und los geht's.
Was hast du da? Nein, meint das Lackierer. Nee. Schaut hier ganz geil aus. Irgendwo habe ich hier auch nochmal eine rote gehabt, aber irgendwie hat das nicht gespeichert. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das her habe. Irgendwo von Datum hier. Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kujets Grab. Ja, wow. Immer das war. Es ist weg. Hm. Sehr schön. Das ist kein Fähigkeitenbaum. Ich habe 5 Stück. 2. Nutz mal Lief Doppelklingenschwert. Nice. Oh, ich kann nicht Schwertwurf machen, aber... Hä? Achso, das muss so. Das sieht ja kacke aus. Hey, Kerl. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Das heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Ihr verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister Tapal sagt. Apropos dein Meister... Ja, ich geh besser. Du hast es aber eilig. Master T'Pol hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Master T'Pol. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen. Und lass mich nicht fahren. Gut. Da.
Oh. Ha, echt viel, Commander. Fokussieren. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Boah, wie sollte die Kamera jetzt... Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander... Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Da ist er. Er fehlt ihn. Nein, halt! Wir brauchen Verstärkung. Ich muss dran ziehen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? 166, ja, schönen Dank auch. Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Los, wieder raus. Hey! Was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Melde Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Klettern. Wir treffen uns vorne. Was machst du denn jetzt? Hä? Zu doof? Digga.
Wright. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Der Paul sitzt in der Luftschleuse fest. Schickt Verstärkung. Jaro, los, Padawan, wir müssen sofort weg. Er geht die ganze Entspannung durch. Die Tiersteuerung! Der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Order 66. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Und du hast keine Disziplin. Die Angst unterbricht deine Verbindung zur Macht. Okay. Nach wie vor unfähig. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Ein Schwächling. Ein Verräter. Du bist kein Jedi! Es ist kaputt. Der Kristall zerbrach. Nutzlos. Na schön, danke auch. Nichts. Toll. Ganz toll. Jetzt habe ich mal mehr Lichtschwert. Schönen Dank. 2 Punkte. Naja. Naja, so liebe Leute, ich muss sagen, ich bin immer das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich die Kugel sehr freuen. Und jo, das ging ja jetzt ab. Jetzt habe ich wieder ein Lichtschwert und das ist toll. Wieso kann ich da jetzt nicht rein? 90% erkundet. 3 von 4. Ah, sehr schön. Ja, hier unten ist noch irgendwas. Und da ist noch eine Tür. Also was muss ich halt noch irgendwann, kann ich wahrscheinlich irgendwann später nochmal machen. Wir werden sehen. Mal gucken, was es noch gibt und die Schwester der Nacht jetzt noch kann. Würde mich nicht wundern, wenn die jetzt kommt und dann Beef Battle gibt. Wenn ihr Bock drauf habt, seid gerne mal mit dabei. Richtig cool, würde mich sehr freuen.
Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.